Komplexe Probleme lassen sich nur schwer im Alleingang bewältigen. Und auch die schönsten Erfindungen gehen oft an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Vor allem dann, wenn sie nicht richtig funktionieren. Nein! Design Thinking, eine aus den USA kommende Methode zur Ideenfindung und Lösung komplexer Probleme, soll helfen, die Lebenswirklichkeiten der Menschen zu verbessern. Um die Vorteile dieser Methode auch in Deutschland fester zu etablieren, organisiert die Leuphana-Universität an diesem Wochenende in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen den Kongress Better Beta. 180 Teilnehmer begeben sich in einen kreativen Prozess, an dessen Ende sinnvolle, dem Menschen verpflichtete Produkte und Dienstleistungen stehen sollen. Der Design Thinking-Prozess hat, wenn man es runterbricht auf die einfachsten Schritte, sind es 3 Schritte. Es geht um die Ideenfindung, es geht um den Bau von Prototypen, den sehr schnellen Bau von Prototypen und es geht um die fertige Entwicklung des ersten Produktes. Im ersten Schritt, nämlich bei der Ideenfindung, arbeitet man sehr, sehr stark mit Post-its, mit Farben, mit Kreide, in großen Gruppen und lässt seine Gedanken freischweben. Diese Gedanken werden dann eingefangen, werden wiederum in Prototypen gebracht. Diese Prototypen baut man sehr schnell hintereinander. Also manchmal baut man 10 oder 20 Prototypen innerhalb von einer halben Stunde. Die Besonderheit an der Methode? Es geht nicht in erster Linie um Wirtschaftlichkeit. Die zu erfindenden Produkte und Dienstleistungen sollen an die Bedürfnisse des Menschen angepasst sein und nicht umgekehrt. Gearbeitet wird deshalb interdisziplinär und eher unkonventionell. Nachdem die Ideation-Phase oder auch die Prototypenphase stattgefunden hat, hat man im Endeffekt einen Raum oder auch mehrere Räume, in dem eine Bombe eingeschlagen hat. Man hat Post-its an der Wand, man hat Zeichnungen auf dem Boden, man hat Styropor, das durch die Decke geflogen ist, man hat Lego-Steine, die rumliegen, man hat überall Stifte und wahrscheinlich genau in der Mitte noch diese Gruppe an Menschen, diese Soziologen, Theologen, Ingenieure, Studenten, Professoren, die alle zusammensitzen, wahrscheinlich erschöpft, aber zufrieden, dass sie wirklich auf tolle neue Gedanken und Ideen gekommen sind. Die Better Beta soll als Plattform für Designthinker von nun an jährlich stattfinden. Wer teilnehmen will, sollte sich rechtzeitig anmelden. Die Nachfrage ist groß.